Als ich im Frühling meine Großeltern im Burgenland besuchte, bemerkte ich eine Gruppe von Menschen, die entlang der Straße spazierten. Manche trugen Taschen, manche Kinder und manche nichts. Daraufhin brachte ich sie in Verbindung mit Flüchtlingen. Als ich mit dem Auto an ihnen vorbeifuhr, fing ich an, die ganzen Unterschiede zwischen mir und ihnen zu bemerken. Die ganzen Kilometer, die sie hinterlegen mussten, um aus ihrer Heimat zu flüchten, hauptsächlich zu Fuß. Yadım düştü türbe hikayet Yadım düştü ya türbe hikayet Düşmez hep yüzüne bulmuş hikayet Düşmez hep yüzüne bulmuş Als ich zurück nach Wien kam, erzählte mir eine Bekannte von einem Theaterstück, das von der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek über die Flüchtlingssituation in Österreich geschrieben wurde, die Schutzbefohlene. Diese wird von der Organisation Die Schweigende Mehrheit in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen in ganz Wien aufgeführt. Die nächste Aufführung wäre an der TU-Universität, neben der Karlskirche. Da muss ich hin, dachte ich mir. Teil war damals, dass wir in Dreiskirchen eine Theatergruppe gegründet haben und beschlossen haben, mit dieser Theatergruppe bestehend aus ein paar österreichischen Schauspielern und Künstlern, Musikern vor allem auch und Flüchtlingen, die in dem Lager warten, wie es weitergeht, eben eine Theatergruppe zu gründen und zweimal in der Woche zu proben. Es ist jetzt nicht nur ums Proben gegangen, sondern einfach auch ums Kennenlernen, um zu schauen, wie man helfen kann. Wir haben uns aber dann doch entschieden, das Stück von Elfriede Jelinek, die Schutzbefohlenen, 40 oder 50 Leute, die dieses Stück spielen oder machen, wirklich wirklich etwas am Herzen haben, was sie sagen wollen, dass das dann funktioniert. Und dieses Stück hat eine enorme Kraft entwickelt. Und ist dann halt ein, sagen wir mal, Erfolg geworden, hat einen Nestroy-Preis bekommen, ist dann auch von einer neofaschistischen Gruppe aus Österreich überfallen worden, weil es eben anscheinend ein Zeichen ist, dass Integration funktioniert, dass Leute, Österreicher, mit neuen Österreichern zusammen
Theater machen können, zusammen leben können, zusammen Spaß machen können. Die rechtsextremen Identitären haben einen fremdenfeindlichen Angriff auf das Kulturleben gestartet. Donnerstagabend stürmten 40 Aktivisten die Bühne des Audimax der Uni Wien, wo das Elfriede Jelinek-Stück Die Schutzbefohlenen von Flüchtlingen aufgeführt wurde. Laut Polizei waren die Aktivisten der Identitären augenscheinlich dem rechtsextremen Klientel zugehörig. Gegen 20.45 Uhr besetzten sie die Bühne des Audimax, das mit 800 Personen voll besetzt war, und unterbrachen das dort aufgeführte Theaterstück. Dabei entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift Heuchler, unser Widerstand gegen eure Dekadenz, verschütteten Kunstblut und warfen Flyer mit der Aufschrift Multikulti tötet ins Publikum. Das Stück hat auch zwei Teile. Im ersten Teil, es dauert ungefähr eine Stunde, performen unsere Leute dieses Jelinek-Stück. Und der zweite Teil ist dann gleich nach dem Applaus eigentlich ein Kennenlernen, das von uns moderiert wird, wo die Zuschauer und auch die Refugees Möglichkeiten haben, miteinander einfach in eine Art Gespräch zu kommen außerhalb oder in einem geschützten Raum wie dem Theaterraum. Nach dem Theaterstück hatte ich die Gelegenheit, mit einigen Schauspielern bzw. Flüchtlingen zu sprechen. Da diese sehr offen und sympathisch waren, habe ich gleich einige gefragt, ob ich sie für meine Dokumentation interviewen konnte, um ihre Reise durch Europa zu schildern. Und noch wichtiger, die Situation preiszugeben, wenn sie erstmal in Österreich angekommen sind. Viele Fragen entstanden in meinem Kopf und das Interesse wurde geweckt. Lernen Sie Deutsch? Wie schwierig war es, einen Wohnort zu finden? Wie gefällt Ihnen in Österreich? Dadurch habe ich Iman und ihre Tochter Tara kennengelernt. Diese leben zurzeit in Katzelsdorf, ein kleines Dorf in der Nähe der Wiener Neustadt. Sie erzählt uns über ihren ersten Eindruck von Österreich. The first, when we became an Austrian Serbia, we see all of us see the houses like that, have this designer. We have never seen it in our country. We became very happy. Wow, we are in Europe in the first time. But when we became in Baden, it's a different experience to me. A person, I say to you, helping me a lot of time, give me for my daughter his time, a lot of his time, complete my papers with AMS and Caritas and show me the way, is Christoph from Austria. He also, I take from him some of rules, how I respect the time, how when I have appointment, I should be exactly complete and waiting and how to help other people, because we are three family refugees in this village. Es fand sich eine kleine Gruppe zusammen von Personen, die sehr begeistert waren und gesagt haben, ja, versuchen wir auch hier etwas zu tun. Doch wir wussten am Anfang nicht, wie wir das am besten bewerkstelligen sollten. Im Kontakt mit der Gemeinde und mit der Pfarre konnten wir dann die ersten Schritte tun und Anfang diesen Jahres eine kleine Wohnung mieten, in die dann über die Caritas vermittelt eine Familie eingezogen ist. Und unsere Gruppe hat sich immer mehr ausgeweitet und inzwischen können wir hier in Katzelsdorf 11 Flüchtlingen ein neues Heim bieten. Sie haben sich auch schon sehr gut eingewöhnt. Sie gehen hier in die Schule, die Kinder, und es gibt verschiedene Möglichkeiten des Kontaktes zu ihnen. Alle bekommen Deutschunterricht, entweder von den staatlichen Stellen, vom AMS oder von der Caritas. In der Bevölkerung gab es natürlich vor allem zu Beginn viel Unsicherheit und es gab sehr viele Fragen. Wir haben dann am Beginn dieses Jahres eine Informationsveranstaltung organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und konnten hier einige Unsicherheiten ausräumen und Fragen beantworten. Hier in Österreich, ich habe erst einmal im Gymnasium Frauengasse in Baden gegangen und dann, Herr, wann kommt, ich habe Asyl bekommen, wir haben gekommen mit Mama nach Wiener Neustadt, dieser Dorf, Katzelsdorf. Und der Mann, who responsible, Christoph, er macht für mich einen Deutschkurs.
auch wenn dieses Thema Flüchtlinge jetzt über 1,5 Jahre, glaube ich, in aller Munde ist und unsere Innenpolitik so weit beeinflusst, dass wir Menschenrecht versuchen anzusägen oder abzusägen und bis hin quasi einer Demokratiegefährdung, die wir durch dieses Thema in ganz Europa erleben, ist es doch erstaunlich, dass, wie wenig Menschen eigentlich direkt mit Flüchtlingen in Kontakt sind. In the beginning, I decided to stay in my home and no problem. I will never go out, close my door and sitting in my home. But they visit the reason who make me take decision to leave quickly. They visit my home and broken the door and come inside my house, ask me if I have a son in order to take him, fighting with him. I answer, I have no son, I have just 2 daughters. They say to me, we should see your daughters. Who is they? They named Daesh. In the news, they named Daesh. Were they people from the town? Where this... Differently, I see from Syria some people, from my town some people, from Baghdad some people, from Pakistan, they different, they Mexican people. He want to take my small daughter Tara with him. He have in her law, in their law, in their thought, they should take any girls they want to take her. So it's very something very difficult. Tara have a high depression and became afraid. And suddenly we leave my house and leave the town and go in the first day to Baghdad. And after that we leave all the country. Of course, in the first step in our country, we should take mafia to come to Europe. We should pay. Like the example, I pay for myself $7,000. And for my daughter, $14,000 for the person who is responsible to take us. We don't see peace in Iraq. I never, from I became, from child until now, I'm now 47. I never see peace in Iraq, never, until now. So this is what make me take the decision and leave my country. In the first step, I not decided to come to Australia exactly. I just want to come to Europe country, because we know in Iraq that Europe country opened the door to accept Muslim suffering people. The rich country, Arabic country people like Kuwait and Dubai and Saudi don't accept us. But I not put my in my mind which country I will go. I just want looking for peace. Als nächstes treffe ich mich mit Haider Ali, ein weiteres Mitglied des Theaterstücks. Haider ist ein Beispiel, der sich durch seine Leidenschaft in Wien integriert hat. Badamjan kochen. Badamjan. Ich
فکر بریتونم مجنون حالی بود متید میشه قلمه مجالی ظلمت اید میشه قلمه مجالی مجنون خالی نه لیلی گشدی آخر دمیده یا بررحمی هلو Mein Name ist Haider Ali. Ich bin 46 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin in 4 Jahre in Österreich. Afghanistan, Pakistan. Ich habe gemacht ein Telefon. Ich habe Pakistan Familie gedreht. Zani Master. Bashir Master. Tochterim. Wie alt sind Sie? John Solas? 11 Jahre. 8 Jahre. Meine Tochter ist Masuma. هیچ امکان نداشت باید روی خطراتی دریا را مجبور بودیم بیاییم از ترکیه به طرف یونان که 8 ساعت در قایق‌های بادی 8 نفر در یک قایق بادی خب نزدیک بود غرق شدیم در طوفان جای بسیار خراب بود دیگه 8 ساعت هیچی کوهای ترکیه 35 ساعت 40 ساعت پیاده روی کردیم در کوهای بین ترکیه کار پیشگویی نمیتونم من فقط احساس ما و درک ما هم ایست که هر قدر مردم کشور ما اینجا نه ما مکه دویل آمدم خود این در تریس کرخان پولیس اینجا تحویل دادم تقاضای پناهندگی کردم برای ما اتاق دادن بیرون نماندم هیچ وقت برای ما جای دادن اتاق دادن همه کمک ها رو بدن فرق زیادی هست کشوری که آرام است کشوری که جنگ است فرق و تفاوت های زیادی دارم در افغانستان مردم بیشتر در این فکرن که چطور کشورشان آرام شوند بتونن زندگی کنن در اینجا همه مردم آرام هستن کشور آرامن راحت هستن درس فکر میکنن در پیشرفت فکر میکنن از زندگیشان دلشان خوش هستن افغانستان مردم فقط اول دوست داره که زنده بمانه یعنی آرام باشه که اونا زندگی کنن در اونجا اولین فکر افغانستان همیست که کشورشان آرام شود تا بتونه بعد از آرامی درس بخوانه و پیشرفت اما اینجا کشور آرامی است کشور پیشرفته هست مردمش به درس و پیشرفت به هنر بیشتر فکر دارن چرا کشورشان آرام است افغانستان اولین خواستشان همی آرام بودن است تفاوت زیادی داره کشوری که سالها جنگ بوده کشوری که سالها آرامی بوده تفاوت خیلی زیادی داره که ما از گنجایش الان از ما بیرونه که من بتونم یونان گریکلند 7 سال زیبن یار ایه بین این اروپا I would like to say this for every refugee here. I find myself, I find give something when I help these people and country, not just take money. When the government give me everything, we should give some, even simply. So it's very good experience. I want to say to every refugees here, try to do or to give something. Yeah, I feel the peace here in the Österreich, and I feel I have a future. Because in Iraq, I don't know if I have a future, if a bomb maybe
sometimes and I go and I don't know. But here I have a fish. I can study to make something, to be a doctor or to be anything. عاشق معشوق بر دهن بلده کچی بر نشانه عشقن تمامی بسکن مو اینی یا عشقن کلامی بسکن مو اینی یا عشقن کلامی